Hallo meine Lieben, wir sind übers Wochenende Richtung Hamburg gefahren, also ganz weit oben in den Norden, um Elvis Tante und seine Cousins und Cousinen zu besuchen, die witzigerweise so ungefähr in dem Alter sind von Levian. Also wir haben da so einen witzigen Altersunterschied, Generationssprung bei ihm in der Verwandtschaft, weil die einfach unglaublich viele Kinder haben. Naja, auf jeden Fall waren wir jetzt gerade in Wedel, haben ein bisschen die... Wedel, steht hier irgendwo? Wedel. Stadt mit frischem Wind, hier steht's. Platz. Schau mal, Josua, hier kannst du auch Platz machen. Schau hier. Josua, hallo. Hallo. Gut, ja. Da liegt ein Fuß oben. Los, steh auf. Du kleiner Käfer. Du kleiner Käfer. Ja, Boot. Oh, was ist der Josua? Boot. Boot. Ich spiele Musik ab. Boot, genau. Hörst du, Stalin? Ja. Genau, wir waren jetzt gerade in Wedel und haben da so ein bisschen die Boote angeguckt und haben Flut und Ebbe von der Elbe beobachtet, was die Kinder mega cool fanden. Und wir haben anscheinend auch echt Glück mit dem Wetter. Also es ist jetzt gerade richtig schön die Sonne rausgekommen. Heute Morgen meinte Elvis Tante noch, als es ziemlich bewölkt und kalt war, meinte sie, ach, heute ist echt schönes Wetter eigentlich, weil für die ist normales Wetter anscheinend Sturm und Regen. Und sie meinte dann, dass wir das Wetter vom Süden mitgebracht haben, was ich echt cool finde, weil wir sind halt schon harte Frostbeulen, gell Elvis? genau. Was witzig ist, ist, dass wir jetzt gleich noch Elvis Eltern treffen werden. Die wohnen ja eigentlich bei uns in Offenburg 5 Minuten mit dem Auto von uns entfernt. Und jetzt sind sie am selben Wochenende wie wir hoch in den Norden gefahren, um ihre Verwandten zu besuchen. Das heißt, wir sind jetzt 700 Kilometer gefahren, um dann doch wieder dieselben Gesichter zu sehen. Ja, das ist halt russische Familie. Genau, in dem Sinne werde ich mal schauen, was ich euch alles so dieses Wochenende zeigen kann. Denn morgen werden wir noch auf ein cooles Event gehen. Da bin ich schon total aufgeregt. Genau, und jetzt fährt der Elvis los und ja. Elvis! Du Männer! Das ist eh schwer genug, mit dieser blöden Kamera zu vloggen. Also, wir sehen uns später. Am Sonntag waren wir dann beim Elternblogger-Café von Style Ranking in Hamburg. Das ist im Prinzip eine Art Networking-Event mit tollem Essen, super entspannter Atmosphäre in einer Hammer-Location. Es waren 130 Blogger eingeladen und Marken wie Pampers, Harpe, Ricosta und Cybex haben dort ihre neuen Produkte vorgestellt und den Kindern echt super Beschäftigungsmöglichkeiten und Spielecken vorbereitet. Es waren dort aber gefühlt alles nur Instagrammer, die sich auch schon von anderen Events kannten, und so habe ich mich irgendwie wieder gefühlt wie in der Grundschule, wenn man in eine neue Klasse kommt und erstmal gar nicht so genau weiß, wo man überhaupt hingehört. Man wird es von mir vielleicht erstmal nicht direkt denken, weil ich im Internet und auf meinem Kanal nicht wirklich ein Blatt vor den Mund nehme, aber ich bin eigentlich super schüchtern und tue mich nicht leicht, einfach auf Leute zuzugehen und sie anzuquatschen. Wenn ich mich sicher fühle und die Leute kenne, dann bin ich total schnell offen und redefreudig. Aber generell bin ich eigentlich eher unsicher und verstecke mich dann gern hinter meinen Kindern, meiner Kamera oder meinem Handy und tue sehr beschäftigt, anstatt mich einfach, wie Levian es immer macht, einfach zu irgendeiner Gruppe dazuzustellen und zu sagen, hallo, ich bin Darlene und wie heißt du? Ja, von daher war das Event schon eine ziemliche Herausforderung für mich. Was hast du auf dem T-Shirt stehen, Levian? Alles Ruhe. Okay.
Boah, ist der saftig. Also in Hamburg kann man einfach nicht vorbeigehen, ohne zumindest ein bisschen Fisch zu essen. Und wenn der Kamax auch erwischt? Ja klar, aber ich bin lieber Fischer. Ja. Und überall, gell? Wir sind jetzt hier noch ein bisschen mit den Kindern, so bis 6:30 ist, damit wir dann fahren können, weil wir sind ja schon so in die 7 Stunden unterwegs. Bei der Hinfahrt hat es ganz gut geklappt, dass die geschlafen haben. Die waren nur einmal so um 12 wach, weil wir tanken waren, und dann waren sie aber auch ganz brav wieder. Ach nee, ist nicht mein Kind, das weint. Und daher hoffe ich natürlich, dass die Rückfahrt genauso einfach wird. Und ich hoffe, stört euch nicht, wenn ich so ein bisschen was esse. Ich kann mich einfach nicht zurückhalten. Genau, und dann fahren wir schon wieder nach Hause. So, wir sind jetzt wieder zu Hause, haben die lange Reise hinter uns, haben alles gut überstanden soweit, auch die Kinder, es war weniger schlimm, als ich gedacht hatte. Ja, und meine Schüchternheit ist mir wie immer so wieder so ein bisschen im Weg gestanden. Aber ich sagen muss zum Schluss, bin ich dann doch nochmal mit so ein paar ins Schwätzen gekommen, aufgrund der Kamera, was interessant war, weil die haben dann aber auch mich angesprochen, ich habe mich nicht getraut. Ja, aber das war dann auch, als nicht mehr ganz so viel Trubel war, als noch so die allerletzten Leute da waren. Da habe ich gemerkt, okay, wenn ich dann mit jemandem ins Gespräch komme, dann geht es eigentlich auch immer. Aber so dieser Anfang ist echt schwer. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr da irgendwelche Tipps habt, wie man ein bisschen mutiger wird. Was macht ihr in solchen Situationen? Genau, so viel wie gesagt zu dem Event. Es war auf jeden Fall sehr schön, hat uns Spaß gemacht, oder Elvis? Genau, und ich hoffe, euch hat es gefallen, dass ich euch so ein bisschen mitgenommen habe, euch so ein bisschen Blick hinter die Kulissen gegeben habe, und ich hoffe, wir sehen uns dann bald beim nächsten Video. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Hier könnt ihr übrigens noch klicken, hier habe ich noch ein paar andere Vlogs. Es sind nicht viele, ich bin ja kein Vlogger, aber ab und zu, nehme ich euch mal mit. Also wenn euch das interessiert, könnt ihr gerne hier mal klicken.